Der Ausbau erneuerbarer Energien ging in den letzten Jahren eher stockend voran. Dabei gibt es längst bezahlbare und kreative Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende. Ein Unternehmen aus Hamburg setzt in Nordfriesland Drachen zur Energiegewinnung ein. Ein Feld im Norden Schleswig-Holsteins. Dieser rot-weiße Drache soll, so sagen es seine Erfinder, Wind ernten und so Strom erzeugen. Gebaut werden die neuartigen Windkraftanlagen hier, in dieser unscheinbaren Halle in Seevetal im Landkreis Harburg. Windenergieanlagen, die hoch hinaus wollen. Höhenwind fängt so ab 200 Meter an und wir nutzen den Höhenwind so ab 200 Meter bis 800 Meter Höhe und können doch deutlich mehr Energie ernten, als das konventionelle Windkraftanlagen tun können. Erst seit ein paar Monaten sind die Winddrachen aus Seevetal serienreif. 4 Anlagen pro Monat bauen sie hier. Gerade stehen 2 bereit zur Auslieferung. Das Besondere, die gesamte Technik passt in einen Container. Wir haben ungefähr nur 10% des Materialeinsatzes, was eine konventionelle Windkraftanlage haben wird, weil alles am Boden steht. Wir brauchen keinen Turm, wir brauchen keine langen Blätter. Wir haben nur den kleinen Leichtigkeit mit Seil. Windenergie ganz ohne große Anlage. Das funktioniert so. Der Lenkdrache wird an einem Mast gestartet. Er steigt bis auf 800 Meter und zieht dabei an einem Seil. So treibt er beim Abkurbeln des Seils eine Turbine an. Strom wird erzeugt. Ist der Drache am höchsten Punkt angelangt, dann wird er über eine Winde zurückgezogen. Das verbraucht weniger Strom, als vorher erzeugt wurde. Der Energieüberschuss wird in das Stromnetz eingespeist. An der Uni Oldenburg nehmen Wissenschaftler die neue Windenergietechnik unter die Lupe. Fest steht, der Drache wird das klassische Windrad vorerst nicht ersetzen. Das kennt vermutlich jeder, der schon mal so einen Lenkdrachen am Strand betrieben hat oder sich angeguckt hat. Das ist kein Geheimnis, wenn jemand damit rumfliegt. Also die sind schon ordentlich laut. Nun ist man natürlich in etwas größeren Höhen. Aber bei den hohen Geschwindigkeiten, die erreichen, wird Lärm etwas sein, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Außerdem, so der Wissenschaftler, brauchen die Anlagen viel Platz, damit sich mehrere Drachen nicht in die Quere kommen. Solche Systeme werden mit Sicherheit in naher Zukunft nicht in Europa an Land eingesetzt werden. Das ist einfach aufgrund der Bevölkerungsdichte und der Flächen, die dafür notwendig wären, nicht besonders realistisch. Und trotzdem sind die Windenergiedrachen gefragt. Vor allem in entlegenen Gebieten der Erde, wo Strom bisher mit Dieselgeneratoren erzeugt wird. Immer mehr Bestellungen trudeln in Seevetal ein. Das wird noch für die nächsten 2 bis 3 Jahre reichen. Und dann werden wir umziehen müssen in eine größere Halle, eine Produktionshalle, weil dann werden wir schon Stückzahlen von über 100 Anlagen pro Jahr produzieren. Vor allem für den Export. Die neuen Windenergieanlagen aus Seevetal dürften schon bald an vielen entlegenen Orten auf der ganzen Welt für Strom sorgen.